Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim. Wir haben ja in der letzten Folge nach Leifner, hieß er glaube ich, gesucht. Und wir kehren jetzt zu Gorsta zurück, um ihr Bericht zu erstatten. Und das werden wir gleich mal soeben tun. Weg. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Ja, ich aber. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und... Nun, habt ihr meinen Dreckskerl von Mann gefunden? Ich habe Liefners Leiche gefunden. Nein, das kann nicht sein. Ach du meine Güte. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, er wäre mir untreu gewesen. Ich komme mir so dumm vor. Ich war so dumm. Hilflos hier herumzuhocken und wertvolle Zeit zu verschwenden, wo ich doch schon viel früher hätte Hilfe schicken können. Vielleicht ist ja alles meine Schuld. Ach Quatsch. Passiert ist passiert. Hier, das sollt ihr haben. Es war sehr freundlich von euch, es mir zu ermöglichen, mit dem Ganzen abzuschließen. Stahlstreitaxt der Verminderung. Aha. Kommt ruhig vor... Objekte. Waffen. Wollten wir uns das mal ganz gerade angucken. Oh ja. Das ist schon okay. Danke. Wenn ihr wieder einmal in der Gegend seid... Ach Quatsch. Ich bin nie wieder in der Nähe, glaube ich. Okay. Nee. Quest. So. Rede mit Mikael über... Na, wir machen jetzt einfach mal das hier. Wir sollen die goldene Glaue zu Lucan bringen. Der ist in Flusswald. Und das werden wir gleich mal soeben übernehmen. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der Art. Unmöglichen Aufgabe für. Ich mache mich aus dem Staub. Dreckiges Diebesgesindel. Ja, hier ist der Dieb. So nicht, mein Freund. Du bist wohl weggelaufen. Ein Diamant. Und da nehmen wir aber erstmal was mit. Ich bin vergeben. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Na gut, okay, tschüss. Gut, das hätten wir. Zum Flusswald Handelskontor. Das Flusswald Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Ist etwas passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Moment, meint ihr diese goldene Klaue? Ihr habt sie gefunden! Das ist sie! Seltsam! Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ja. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Weiß ich doch. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Die klauen wir uns nämlich gleich wieder. Will ich mal was versuchen. Hey. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Meine Schwester Camilla oder ich helfen euch gern. Ihr braucht etwas Übung. Ja, haben wir sie wieder mitgenommen. Danke. Tschüss. Die werden wir wahrscheinlich nicht nochmal brauchen, aber ich habe sie jetzt mal dabei. So. Machen wir da einfach mal weiter. In höchster Not. Machen wir doch das hier. Auf Karte anzeigen. Gut, da ich jetzt weiß, wo diese Person sich befindet, gehen wir doch einfach mal dahin. Ist jetzt nicht allzu schwer, weil sie uns selber mal darauf angesprochen hat, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das im Let's Play war oder ob das abseits vom Let's Play war. Aber ich weiß auf jeden Fall, wo sie ist. Nämlich hier. In, wie heißt das Ding hier nochmal? In der beflaggten Meere, ganz genau. Kommt da rein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Die Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Ja, aber wo läuft denn sie rum?
Ah, was da. Braucht ihr, Augenweide? Oh, Augenweide. Huiuiui. Wusstet ihr, dass ein paar Alikir-Krieger nach einer Rotwadone sucht? Seid ihr sicher? Oh nein. Sie haben mich gefunden? Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter vier Augen sprechen. Na gut. Schnell, kommt mit mir. Ja? Bitte, wir müssen unter vier Augen miteinander dann reden. Komm. Mach. Hau rein. Nehmen wir mal den Bogen weg. Ich glaube, den brauchen wir nämlich hier nicht. Ach, wie weit möchtest du denn noch latschen? Können wir nicht hier sprechen? Das wäre so viel einfacher, als diesen ganzen Weg hier zu laufen. Und dann läuft sie auch noch so langsam. Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Ihr glaubt, ihr könnt mich mitnehmen? Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Ja? Verratet mir, was hier vor sich geht. Dann wissen die Alikir also, wo ich bin? Was haben sie euch angeboten? Gold? Wie viele von ihnen kommen noch? Sagt es mir. Nehmt das so runter, bevor ihr euch noch wehtut. Es tut mir leid, nur bitte tut mir nicht weh. Ich weiß, ihr gehört nicht zu ihnen, aber ihr dürft ihnen nicht helfen. Ihr dürft sie nicht wissen lassen, dass ich hier bin. Bitte, werdet ihr mir helfen? Hier gibt es niemanden, dem ich vertrauen kann. Okay. Vielleicht, aber was wollt ihr? Ich bin nicht die, für die die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikir, sind Assassinen im Dienst des Altmiri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Wie soll ich sie loswerden? Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Wenn ihr ihn loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie ich sie finden kann? Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte. Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefährliches. Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. Na gut, weshalb sind denn eigentlich die Alikir hinter euch her? Ich weiß es nicht genau. Ich habe öffentlich den Altmiri-Bund kritisiert. Ich vermute, darum wurden diese Männer angeheuert, um mich zur Strecke zu bringen. Na gut. Das meine ich ernst. Ich schneide euch in Stücke. Das glaube ich aber erst, wenn ich sehe. Beziehungsweise glaube ich gar nicht. Oh, jetzt habe ich Zutaten liegen lassen, dass ich sowas nochmal erleben darf. Naja. Egal. Wollen wir mal nach da oben gehen? Denn ich glaube, ich möchte der Frau helfen, wenn sie hat doch nur den Altmiri-Bund kritisiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlimm ist, aber ich gehe mal kurz hier rein, denn hier ist ein Skelett. So suche ich mal. Gold dabei. Zutaten. Noch mehr Zutaten. Sehr schön. Dann gucken wir mal, ob wir hier aus dem Gefangenen etwas rauspressen können. Hallo. Wartet. Ich kenne euch doch. Ja, du kennst mich gar nicht. Die Gurschen. Was guckt ihr denn so? Ich muss Kemato finden. Wo versteckt er sich? Ihr wünscht also euren Tod? Wenn ihr diesen Namen kennt, müsst ihr wissen, dass eine Begegnung mit ihm euer Ende bedeuten würde. Ja, Sabelnett. Wie es scheint, brauchen wir beide etwas Bestimmtes, mein Freund. Vielleicht sollten wir einander helfen. Was braucht ihr? Ich habe meine Brüder durch meine Gefangennahme entehrt. Also haben sie mich hier gelassen. Mein Leben bei den Alikir ist nun vorbei. Aber ich habe nicht vor, in diesem gottverlassenen Land zu sterben. Wenn ich aus dem Gefängnis kommen kann, fange ich ein neues Leben an. Wenn ihr das in die Wege leitet, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Ja gut. Wie hoch ist denn eigentlich eure Strafe? 100 Goldstücke würden für meine Freilassung reichen. Da
Das könnt ihr euch doch leisten, oder? Ach. Wenn ihr die Information wirklich wollt, solltet ihr hoffen, dass dem so ist. Sorgt dafür, dass das Geld in den Händen einer dieser Wachen landet. Und ich verrate euch, was ihr wissen wollt. Warum haben sie eigentlich euch hier zurückgelassen? Weil ich so ungeschickt war, mich festnehmen zu lassen. Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der Besten sein. Ah, alles klar. Ich war es nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Wartet! Ich kenne euch doch! Ach, sabbel doch nicht. Also gut. Wartet! Och, Mann, ich kenne wie kann euch ich das doch. Denn jetzt machen? Bis zum nächsten Mal. Ey. Wie kann ich den jetzt hier rausholen? Ich will jetzt mal gerade gucken. Sprich mit den Gefangenen. Ja, okay. Okay, das habe ich getan. Ich muss jetzt irgendwie diese Zelle hier öffnen. Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Ja, ja. Wartet. Ich kenne euch doch. Das Gleiche. Was soll das denn? Ein Drachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass das ist ganz sicher kein Fehler. Seid. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Ich habe dafür keine Zeit. Ihr etwa? Wisst ihr was? Ihr seid den Ärger nicht wert. Danke. Geht und macht einem anderen Posten das Leben schwer. Danke. Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegung. Ich möchte die Strafe dieses Gefangenen bezahlen. Geht in Ordnung. Und dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Ihr seid doch der von der Akademie. Hab schon von euch gehört. Dann mach mal hier auf, mein Freund. Mach mal hier auf. So, ich habe eure Freilassung. Was guckt ihr denn so? Wir sollten uns darüber unterhalten, wie wir uns gegenseitig behilflich sein könnten. Ihr kauft mir einen Weg hier raus und ich sage euch, was ihr wissen wollt. Hab ich schon. Euer Bußgeld wurde bezahlt. Jetzt erzählt mir von Kematu. Nun denn, ihr findet Kematu im Schwindlernest, einer unscheinbaren kleinen Höhle, westlich von Weißlauf. Na gut. Euch ist doch klar, dass ihr diesen Ort nicht lebend verlassen werdet. Sie werden euch töten. Aber das ist euer Problem. Ja, das nicht weiß ich. Meines. Das weiß ich. Wache! Mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich gefälligst frei! Töte Kematu. Das werden wir doch mal schnell machen. Gucken wir doch mal auf die Karte, wo der sich genau aufhält. Okay, hier. Dann werden wir mal zur Redorans Zuflucht reisen. Und uns nach vorne kämpfen. So, in die Richtung müssen wir. Riesen. Kann ich den Riesen? Krieg ich den Riesen? Ich glaube, den könnte ich ganz gut bekommen. Ja, komm, geh nieder. Ja, den Pfeil habe ich nicht fliegen sehen. Naja, aber der Riese war jetzt kein großes Problem für uns. Wundert mich schon ein bisschen. Die Lichter. Oh, der Höhlenbärenpelz, da habe ich 2 Stück dann jetzt gleich. Eisenpfeil, nur einen wieder gekriegt. Das ist halt so. Aber die Pelze brauchen wir schließlich. Und das ist ganz witzig, dass er einen dabei hatte. Wahrscheinlich als Kleidung getragen oder so. Oh, Wölfe. Na, kommt ihr jetzt auf mich zu? Sehr schön. Ah, leider helfen uns Wolfspelze nicht allzu viel. Wir brauchen doch Bärenpelze, Leute. Ups, hat nichts Schönes dabei. Leider. Naja. Oh, das sieht mir. Wer ist das da oben? Ja! Au!
Argonia mich an. Beweg dich nicht so viel. Stab dabei gehabt. Hehe, Lutscher. Aber meine Pfeile finde ich wahrscheinlich nicht wieder, oder? Nein. Na, suchen wir erst gar nicht danach. Sehr vertane Zeit. Okay, ehrlich. Ich habe dich mal von deinem Leiden erlöst. So, weiter geht's zum Wiese-Schwindler-Nest. Na, da sind wir jetzt angekommen. Dann wollen wir doch mal Kematu so ein bisschen auf den Zahn fühlen und ihn zur Strecke bringen. Bandit hat mich nicht gesehen, der Lutscher. Dann wollen wir doch mal da rein, nachdem wir diese Baumwolle mitgenommen haben. Schwindlernest. Auf geht's. Ducken und schreien. Oh mein Gott! Da sind nämlich welche. Wo ist der andere? Ist gar keiner da. Bandit. Eisenfeind. Sehr gut. Und noch ein Bandit. So muss das hier laufen, würde ich mal so sagen. Was gibt's hier oben? Eine Truhe. Sehr schön. Dass ich hochgelaufen bin. Okay. Eisenpfeile. Okay, da ist auf jeden Fall jemand. Sehe ich den von hier? Verdammt! Wäre mir ganz lieb. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Tust du nicht. Deswegen werde ich dich töten. Tut mir ja sehr leid. Na, eigentlich nicht. Du hast wieder eine Pfeile für mich dabei. Das gefällt mir sehr gut. Verkohltes Geberfell nehmen wir mit. Und hier ist noch ein Trank der kleinen Heilung im Beutel. Bisher habe ich aber noch nichts von Alekir gesehen. Hier drüben! Boah, jetzt bin ich aber eben nicht genau in das Feuer reingelaufen. Ach, er da oben. Boah, jetzt bin ich langsam. Leute auf jeden Fall. Hat er sich jetzt nur von Banditen umgeben, dieser Kimaru? Ja! Au.
Ninja. Okay. Jetzt dürfte ich alle besiegt haben, die hier waren. Und dann nehme ich aber das Gold, was hier liegt, mit. Und deren Amethyst und den Geldbeutel, die Halskette lasse ich da, weil die ist mir nicht wertvoll genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, da hatte Stahlpfeile sogar dabei. Aber was für Pfeile hatte der denn hier? Der hier um die Ecke stand. Orkische Pfeile, deswegen hat er so viel Schaden gemacht. Raffinierter kleiner Bursche. Waren das die Gegner von hier, die ich gerade noch mit getötet habe? Scheint so, hier sind nämlich keine mehr. Das habe ich, glaube ich, schon gelesen, genau. Und gucken wir trotzdem mal hier durch. Salz, das ist leer. Ich könnte auch einfach diesen Stein benutzen, um zu gucken, ob hier jemand ist, aber das verchecke ich jedes Mal. Aufs Neue. Damals auf der PS3 habe ich diesen Schrei wirklich immer eingesetzt, wenn ich konnte. Also alle 5 Sekunden. Auch wenn ich irgendwo durch die Stadt gelaufen bin. Einfach nur um zu gucken, ob hier irgendwelche Gegner in der Nähe sind. Aber jetzt, jetzt gibt es ins Wasser. Alle hier, halt! Ihr habt eure Stärke bewiesen, Krieger. Lasst uns weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich glaube, ihr und ich haben einiges zu bereden. Ich glaube... Aber ich töte dich. Ist da jemand? Ist da jemand? Ja, komm, Digga. Ach nee, mach dich so. Den Tier. Ich werde euch in Stücke raus. Ja? Na komm. Dafür habt ihr bezahlt. Jetzt ist es. Ja! Oh, ich gebe Matschutsches. Hammerfell gewonnen. Das nehmen wir mit, einfach nur, weil es, glaube ich, nicht so häufig in dem Spiel vorkommt. Und einen Krummsäbel nehmen wir auch mit. Einfach nur, weil das so eine coole Alikierwaffe ist. Aber was Tolles dabei haben die trotzdem nicht. Schade. Zwei Pfeile geschluckt. Zu einer, ich glaube, den habe ich mit einem Crit killen können. Jo, wollen wir mal gucken. True. Aber es war wieder keine große Herausforderung. Ich habe aber nochmal nachgeguckt, wir spielen tatsächlich auf Adept, also mittlere Stufe. Nicht schwer, nicht leicht. Das wundert mich schon, dass die echt so krass kaputt gehen. Sind wir so gut? Oder sind die einfach. Ist das buggy ein bisschen? Eisenerz nehmen wir mit. Man kennt es von mir bereits. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wir halten erstaunlich wenig aus und wir machen halt auch wirklich nicht so viel Schaden. Da hatte ich von diesem einen, was war's? Banditenplünderer, habe ich mehr Schaden gekriegt. Oh, nochmal Eisenpfeile. Sehr schön. Da habe ich gerade mehr Schaden bekommen als von diesen ganzen Alikier-Leuten. Die kamen nicht an mich ran. Auf einen Hit einstecken müssen. Naja. Mir soll's egal sein. So, kehren wir mal zu Sadia. Ich glaube, sie ist Sadia zurück. Und berichten ihr davon, dass Kemato tot ist.
der beflaggten Meere in Weißlauf. Na komm. Kannst du nicht schneller latschen? Okay. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Gibt es Neuigkeiten von den Alikir? Die Alikir werden euch keine Probleme mehr bereiten, Sadia. Endlich. Ich kann in Frieden leben. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Ich kann euch nicht genug danken. Nehmt diese Belohnung. Als ich fortging, konnte ich etwas von meinem Reichtum aus Hammerfell hinausschmuggeln. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ja, stimmt. Für den Moment erhalte ich meine Tarnung hier aufrecht. Ihr seid mir in der beflaggten Meere immer willkommen. Es war mir ein Vergnügen. Gold. Sehr cool. 100 hatte ich für die eine Freilassung bezahlt, also habe ich quasi 400 Gold bekommen. Das nehme ich gerne an. Okay. Was können wir nochmal ebenso machen? Wir können... mal unser Haus angucken. Das Haus Seeblick, das wir uns gekauft haben. Gehen wir mal zum Wächterstein und gehen dann darüber zu Haus Seeblick und sehen uns mal an, was wir dort machen können. Achso. Das muss ich noch ausrüsten vorher. So. Darüber. Ach, hier unten ist er wieder da. Truhe. Gucken wir da mal. Klauen wir mal wieder den Jäger hier. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Jägerin, Entschuldigung. Aber Pech gehabt, würde ich einfach mal so behaupten. Wenn nicht drauf aufpasst, hat Pech gehabt. Und da ich ja Anführer der Diebesgilde bin, hat man ja in gewissermaßen einen Ruf zu verteidigen. Oder etwa. Würde ich jetzt einfach mal so sehen. Okay. Ah, hier sind wir. Hier wird wohl unser neues Haus errichtet werden. Na komm, Leder, Mondfalter. Lederflügel wollte ich schon sagen. Okay. Zeichentisch. Kaufe Holz für den Bau deines Hauses. Benutze den Zeichentisch, um dein neues Haus zu entwerfen. Grundriss. Kleines Haus. Machen wir. Okay. Benutze die Zimmerhandwerkerbank, um das Fundament deines Hauses zu bauen. Aber natürlich. Haus. Fundament. Bruchstein fehlt. Bruchstein können wir uns aber hier holen. Also müssen wir hier mal ein bisschen was abbauen. 4 Bruchsteine hinzugefügt. Und so, jetzt dürften wir eigentlich 12 haben. Fundament. Genau. Perfekt. Wir haben das Fundament erledigt. Gucken wir uns dieses Fundament doch einfach mal an. Ah ja. Okay. Hier wird unser neues Haus entstehen. Aber schon ein bisschen komisch, so mitten im Nichts quasi. Das kann ja nicht so gut bewacht werden. Nägel müssen wir uns machen. Können wir uns Nägel bauen? Sonstiges. Baumaterialien. Nägel. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt wieder hier rüber. Bandrahmen. Jetzt brauchen wir wieder Nägel und Lehm. Ich glaube, eine Lehmgrube hatten wir hier auch irgendwo. Ich weiß nur gerade nicht wo. Alles täuscht.
hier oben? Oder so ähnlich? Na? Ah, hier. Jetzt habe ich gar nicht mehr im Kopf, wie viel ich brauchte. 8, glaube ich. Okay. Sind wir fertig mit. Und jetzt müssen wir nochmal Nägel machen. Okay. Nee, Baumaterialien. Oh, Nägel. Ich habe keine Eisenbarren mehr. Wir können das nicht herstellen. Aber das machen wir dann nochmal wann anders. Oh, aber warte, das machen wir jetzt. Nehmen wir einen Eisenbarren mit, der hier drin ist. Und wir werden, Entschuldigung, nochmal Nägel herstellen. Schmiedekunst verbessert auf 18. Sehr schön. Bände. Perfekt. Und dann nehmen wir auch gleich den Dachrahmen mit. Das hat doch schon mal was, oder? Kleines idyllisches Heim bisher. Können wir noch irgendwas machen? Was fehlt uns denn? Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich da aus Versehen daneben gedrückt. Uns fehlen Nägel und uns fehlt Bruchstein für den Fußboden. Dann holen wir uns doch nochmal Bruchstein hier raus. Da war nämlich Bruchstein drin, ne? Nehmen wir einfach mal alles gerade mal mit. Und den Fußboden. Sehr schön. Als nächstes, das ist das Falsche, da müssen wir hier dran, am Amboss. Ah, ja stimmt, ich habe ja keinen Eisenbarren mehr dabei. Ein Eisenbarren mitgenommen. Baumaterialien, Nägel, perfekt. Und dann jetzt das Dach draufsetzen. Die Tür könnte ich als nächstes, dafür brauche ich aber Eisenbeschläge, Schloss und 2 Scharniere. Ich nehme mal alles mit, was hier drin ist. Das Lehm brauche ich dafür, glaube ich, nicht. Also. Scharniere. Eisenbeschläge. Und Schloss. Und schon dürften wir normalerweise die Tür bauen können. Ja, perfekt. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen was anderes machen. Tiergehege, 3x Old. Ja, passt. Die Rüstungsmacher-Werkbank machen wir auch. Und den Garten machen wir auch. Hierzu brauche ich noch mehr. Stroh, Holz und Nägel, Holz und Eisenbeschläge. Jetzt habe ich gar kein Holz mehr. Okay. Nicht so schlimm. Wie sieht das denn jetzt aus? Oh, sehr schön. Eine Werkbank, eine ganz normale. Ebenerze. Uiuiui. Kann ich alles herstellen. Nachtigallenrüstung kann ich bauen mit Salz der Leere. Auch nicht schlecht. Ist das der Garten? Das hier das Tiergedöse? Das scheint mir so. Ein Gerbgestell habe ich jetzt hier auch stehen. Kann ich da herstellen? Leder. Tun wir einen Pelz. Na, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Na gut. Haben wir das auch erledigt. Aber jetzt werde ich mal in das Haus reingehen. Es ist nichts drin bisher. Oh, ist aber nicht weiter so wild. Aber eine Truhe, Leute. In die Truhe könnten wir rein theoretisch einiges reinmachen. Und Behältnisse können wir hier bauen. Einrichtungen, Regale, alles Mögliche. Das werden wir aber dann irgendwann anders machen. Die Feuerstelle können wir herstellen. Das machen wir doch noch mal in der Mitte. Sehr schön. Oh, wie schön. An dieser Stelle möchte ich mich aber von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und wir sehen uns sicherlich in der nächsten Folge von Skyrim. Bis dahin. Ciao.